Berlin, Etta Streicher. Das Unbestimmte, die unbestimmte, unvorhersehbare Zeitspanne bis zum Erwarteten. Erwartungen laufen auf enttäuscht werden zu Naturgesetz das. Naturgesetze erlauben Warten. Warten auf Beute, warten auf den Moment zum Hervorschwellen und Angreifen. Ein aufregendes Warten des Leoparden, des Löwen in 23 Stunden Schlaf. Erträumt er die Beute, die Löwin wartet nicht. Sie weiß, warten ist ein Nicht-Wissen-Wann, wenn überhaupt. Unbestimmte Zeit und alles außer Kontrolle. Kontrollverlust, ein Nichts in der Hand. Displays und Screens bilden Schirme, voll mit Warten. Ladebalkenfolter, Verbindung unterbrochen, Tortur, Erreichbarkeitsdesaster. Der unmögliche Versuch, zu behaupten, das Warten sei abgeschafft. Eine Vision, eine endlose Warteschleife mit endlos Warteschleifen Musik. Verheißt, nie wieder warten hieße, freie Verfügung über alle Zeit der Welt. Digitales Zeitalter der gebundenen Hände und Fußfesseln macht unmöglich das Hingehen, Aufspringen, Loslegen. Zu viel Wissen lässt nicht wissen, wohin. Warten das, aber
Verstreichen von Zeit. Überstreichen von Zeit. Ein Tünchen von Zeit. Zu Zeit, die wiederum eingetüncht ist mit Warten. Warten. Das Nicht-Tun, sondern der Herbeiwunsch eines beabsichtigten Daseins. Also Dasein. Warten ist ein Körperteil. Einfach da. Ein Organ zum Produzieren von Fragen. Einfach da warten. Das Umgehen, das Umgehen mit Abwesenheit. Oder das Umgehen von Abwesenheit. Warten auf. Das Wesen von Abwesenheit hat ungeheures Menschenfresserpotenzial und jede Menge Beute. Guten Abend. Guten Abend, hallo. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein, freue mich über die Einladung. Jetzt passieren hier gerade 3 Festivals in einem und es ist spät in diesem Festival und ich werde über Menschenfresser sprechen. Menschenfresser sind, wie jeder weiß, Tiere, die in der Lage sind, einen erwachsenen Menschen alleine zu überwältigen, zu töten und zu verspeisen und das auch tun. Das sind eine Handvoll Tierarten, man kann da, eine Handvoll Tierarten, weißer Hai, Bullenhai, Tigerhai, Tiger, Löwe, Puma, Leopard, Jaguar, Braunbär, Eisbär, Krokodil. Über diese Menschensprecher, über diese Menschenfresser spreche ich heute Abend nicht. Ich spreche über die anderen Menschenfresser. Menschenfresser sind nämlich meines Erachtens weder Menschen noch Tiere, sondern sie bewegen sich irgendwo da dazwischen. Ich habe eine kleine Liste angefangen. Menschenfresser, Top 10. Das eines Tages sterben müssen. Man sagt auch, das Geborensein. Die verdorbene Liebe, die komplett entgegen ihrem eigentlichen Zweck wirkt. Die unerwünschte Abwesenheit von Geld, das sogenannte Nichtgeld, das Gewissen in seiner quälenden Form, das unfreiwillige Warten, da kennt jemand Nichtgeld. Ich kenne den, der nicht Geld kennt. Das, was an der Sache mit den Computern sich an Libido und Lebenszeit bedient. Die Wahnhaftigkeit des ständigen Kommunizierens. Die vollkommen maßlose Möglichkeit der Mobilität. Das Vergleichen, das Beschweren, sich beschweren, beschwert haben, beschwert sein. Die angstfressende Seele auf Sache. Das unausgesprochene Wort im Raum stehend wie ein Schwert von der Decke baumelt am seidenen Faden der von Menschen erst hergestellten Situationsdramatik. Es gibt es hier nicht, die Menschenfresser. Ich habe noch 2. Das Andershandeln aufgrund eines offiziell angedrohten Bußgeldes wider den eigenen Menschenverstand und dessen Handlungslogik. Es wäre quasi Hunde anleihen, wenn man nicht muss. Und jetzt am Schluss der populärste, das vergebene Lieben, das nicht sein kann, weil es nicht sein darf, wegen gesellschaftlich genormten Liebesausführungsgedanken. Und ich habe aber direkt eine Kehrseitenliste erstellt. Ach genau, einen Menschenfresser habe ich vergessen, Listen. Auch Menschenfresser.
Totale Menschenfresser. Uah. Aber da steht auf der anderen Seite noch was. Gegenstücke. Die Exklusivität jeder Sekunde. Die Beharrlichkeit, die Liebe schön zu suchen. Die Erkenntnis, dass es Geld gar nicht gibt. Was könnte gut sein an schlechtem Gewissen? Die ungeheure Kraft, die in dem Gedanken an eine plumpe und brutale Zerstörung von Computern fließen kann. Das Gefühl des Nicht-Alleine-Seins, auch wenn es nur ein Buch für Gesichter ist, was entgegenstrahlt. Das Feststellen des Nichtgleichens, das Gönnen von Fehlern, das Adrenalin des eingegangenen Risikos, das einem dann gratis zur Verfügung steht, der einfache Spaß am einfach anders handeln, die heilig anmutende Qualität von Geheimnissen und natürlich Königin Ehrlichkeit. Als ersten Text gibt es eine assoziative Reise in hinter meine Ohren, durch mein Gehirn ins Grün. Es ist ja wieder Apfelzeit und ich finde doch, dass Äpfel eine ganz, ganz große Symbolik haben. Müsst ihr euch jetzt vorstellen, es hätte wahnsinnig geheilt. Dieses Wissen, wo jemand ist und dieses eben nicht wissen, wo jemand ist und die Bedeutung von Reis und einem Apfel. Dieses Wissen, wohin und dieses eben nicht wissen, wohin und die Erde. Verstehen und dieses eben nicht verstehen und der Mut und dieses sich groß fühlen und dieses sich groß fühlen und dieses sich nicht groß fühlen und der Horizont. Und dieses schon Wissen, was kommt. Und dieses eben nicht Wissen, was kommt. Und die Akustik so generell. Und dieses die Stille genießen und dieses die Stille nicht aushalten können und die vielen Stimmen und dieses Alleine sein und dieses eben nicht alleine sein und die anderen und dieses nah dran. Und dieses ganz weit weg und die andere Haut und dieses Fleisch, diese vielen Formen, Farben und Bedeutungen von Fleisch und die Fantasie und dieses immer zu viel, immer zu die Realität und
dieses ständige Essen, diese vielen Formen und Farben und Bedeutungen von Essen und dieses Nicht-Essen-Können, diese vielen Formen und Farben und Bedeutungen von Nicht-Essen-Können und das Extrem. Und das System und diese Lücken, dieses Bücken, dieses Aufheben, das Aufbewahren und dieses Obenbleiben und dieses Untergehen und die Schwerkraft. Und diese Magneten, diese Polarisation und die Situation der Dinge und die Prekarität der Lage. Prekarität ist mir an dem Punkt eingefallen und ich fand es wahnsinnig passend und dachte, schlage ich mal nach. Was es eigentlich so genau bedeutet. Und was ich nicht wusste, ist, dass Prekarität ganz genau beschreibt das Wesen des Künstlerseins. Ich zitiere Wikipedia. Prekariat ist ein soziologischer Begriff für eine inhomogene soziale Gruppierung, die durch Unsicherheiten der Erwerbstätigkeiten gekennzeichnet ist. Da sind doch Künstler da. Dadurch können Lebensverhältnisse schwierig sein, bedroht werden oder zum sozialen Abstieg führen. Ja? Der Begriff Prekarität umfasst dieser Gruppierung innewohnenden Eigenschaften und Tendenzen. Ich finde das ganz interessant. Und wir befinden uns ja hier auch an einem aufstrebenden Ort der Kunst. Und wo waren wir eigentlich? In meinem Kopf. Diese Prekarität der Lage, dieses Leben und dieses Schlafen und der Traum und dieses Träumen und dieses Aufwachen und dieses verdammte Aufstehen und der neue Tag und dieses Wissen, wo etwas ist, dieses immer Wissen, wo etwas ist, dieses Wissen, wo etwas immer ist und die Ordnung, dieses, wo etwas hingehört, dieses, wo es seinen Platz hat, dieses, wo es wohnt, dieses, wo es Sinn macht und das Chaos, Einschub, geordnetes, Chaos, Chaosmos, Chaosmose, Chaosmotisch, Chaosmostuhl, Bein. Und die Zeit und dieses Vergehen, dieses Erwarten an Plätzen, dieses Essen schön machen, dieses gemütlich, das Gemüt, diese Ruhe, diese Seelenruhe, die Seele, diese unter so vielen Schichten begrabene Seele, diese es sich irgendwie gemütlich gemacht und sich so eingerichtet habende, diese Vergessenheit, diese Ahnung, dass da war doch noch was,
fast vergessen. Das winzige, wichtige, kleine, einsame, einzigartige, liebesbedürftige Seelchen blinzelt, verschlafen, mit Knitterfalten auf der Haut, vom langen Liegen in Lagen und Kissen, gewebt aus zusammengesponnenen Fäden, aus Aufschub, aufgeschobenem, vom Boden der Tatsachen aufgehobenem, vor dem Passieren bewahrtem, abgetriebenem, zartem Fasterleben, zugedeckte Seele im Bettchen, unter Stapeln von Zudeckelungen, des sonst was Bewusstsein überall und darunter, unter diesen unendlich vielen Betten schlummert, das Existieren, in Kellern versteckt, in Kellern versteckt, heimlichen Leichen gleich in Herzkammern gelockt und eingeschlossen, eingelullt, am Leben gehalten durch Schläuche, verbunden mit dem System. Zu spüren, ganz deutlich, der Puls, leicht vibrierend, vibratierend von unten, ein Pochen, das Herz schlägt, ja das Herz, wofür? Diese Fragen, diese Antworten und dieses Ich. Wofür denn das Ich? Diese Bestimmung, dieser Wind, diese am Mond vorbeiziehenden Wolken, diese Wandlungsfähigkeit von Gesichtern. Dieser Weg, dieses Weg, dieses Nie, das Ende, das Licht, dieser Tunnel, dieser Blick, das Durchkommen, dieses Erreichen, das Erreichtwerden, das Werden und diese Begriffe, dieses Begreifen, dieses Anfassen, das in die Hand nehmen, dieses Nehmen, dieses Geben, diese Gaben, diese Farben, dieses Bunt, diese Blätter der Herbst, dieses Fallen, dieses Lassen, diese Freiheit, die Schuld, diese Zukunft, dieses Ziel, dieses Starten, der Schuss, dieses Noch, diese Leere, diese Fähre, dieser Fährmann, der Tod, dieses Rot, dieses Blut, diese Adern, dieser Fluss, dieser niemals geschehene Kuss, dieser Krebs, dieses Fleisch, diese Lust, der Verlust, dieses Kaputt, dieser Schutz und der Krieg, diese Welt. Dieser Himmel, diese Sterne, das Abschweifen, dieses Abstreifen, dieses Rumstreifen, dieses Streuen. Diese verlassenen Häuser, diese vergangene Zeit, das darüber wachsende Gras, diese verlassenen Häuser, diese vergangene Zeit, das darüber wachsende Gras ist immer grün. Ja, es tut mir leid, ich habe hier so eine wunderbare Maschine, die ist
neu und schön und ganz schöner Halt, aber wir brauchen das ja gar nicht. Wir sind ja im Grünbacher Hof, hier halt's ja eh. Du gehst schön schlafen, Marschall. Ach, naja. Er sagt Reflektor, er sagt, ich soll mal drüber nachdenken, dass ich geladene Batterien mitnehmen soll. Aber, apropos geladene Batterien, das nächste Stück heißt Leicht in meinem Kopf. Entschuldigung, ich bin heute gerade ein bisschen erkältet. Ich mache das kurz nochmal. Ich habe hier eine Loop-Maschine und die nimmt immer alles auf, auch wenn ich es nicht so mache, wie ich dachte. So, okay, nochmal ganz kurz. Leicht in meinem Kopf. Ich schneide deine Silhouette aus meiner Erinnerung und sehe wie durch ein Schlüsselloch in den Raum eines vergangenen Glücks. Ein kleiner Schaumraum, Guckkasten auf dem Jahrmarkt, eines bunt gemalten, es war einmal so schön. Das mechanische Knacken des Apparates, der alles Schlechte herausschneidet, aus dem Ganzen eine schöne, heile Welt macht. So klein und einfach. Kitsch ist doch das Weglassen alles Hässlichen. Ich habe dich aus meiner Erinnerung herausgeschnitten und ein Kitsch-Du eingesetzt, das mit einem Kitsch-Ich Kitsch gelebt hat. Mein Kitsch-Ich möchte weiter dir in deine schönen Augen schauen. Und nicht den Tatsachen in ihre monströsen schwarzen Löcher. Wenn doch die Wahrheit stickt und hinkt, warum hat sie dann noch keiner abgeschafft, ausgeschnitten und ausgetauscht? Ich weiß jetzt, wie das geht, seitdem du weg bist. In meinem Kopf kann ich die Welt retten. Ich schneide einfach ein kreisrundes Loch dahin, wo sie ist. Und dahin kommt ein kreisrundes, schönes Mosaik aus Herrlichkeiten. Licht, Musik, Tanz und wilde Friedlichkeit. Wie gut, dass du weg bist. So habe ich das Geheimnis entdeckt. Ich werde die Welt retten. Denn endlich ist wieder Platz für alles in meinem Kopf. Ich bleibe dir und deinen schönen Augen.
großes Danke schuldig. Denn du bleibst mir der Grund dafür, dass die Welt so schön ist. Ich habe viele schlechte Sachen über sie gesagt, schon in meinem Leben. Ich möchte auch mal was Gutes sagen. Habt ihr schon mal gemerkt, dass wenn man Lieben und Hassen mischt, dann kommt Lassen? Das stimmt überhaupt nicht. Lieben und Hassen mischt man und dann kommt Lassen. Da habe ich Lieben und Haben gesagt. Okay, lieben und hassen mischen, da kommt lassen, aber lieben und haben. Lieben und haben und sein. Und sein Lieben haben. Und sein Haben lieben. Und seine Lieben haben. Und Liebhaberei. Liebhaben. Und Liebhaber liebhaben. Und Liebhaber sein. Und lieb sein. Und das Liebhaben liebhaben. Etwas haben, nämlich das Liebhaben lieb, das ist doch etwas, das hat was. Etwas haben ist gut. Ich habe das Gefühl, ihr habt zu viel getanzt und ich rede jetzt nur. Wenn ich zu viel rede, dann sagt Alarm. Aber ich mache tatsächlich nichts anderes. Ach genau. Ich habe auch eine längerfristige Umfrage am Laufen zum Thema Menschenfresser. Und da habe ich geskypt mit einer Frau Maria, die hier aus Wien kommt. Und die sagte, Menschenfresser ist doch eigentlich ziemlich klar Zeit. Und? Hat sie recht. Deswegen ein kleines Märchen. Denn man möchte ja immer mehr Zeit, wenn man davon oft zu wenig hat, deshalb hier die Mehr von der Zeit. Ich möchte dafür im Dampf stehen, die Mehr von der Zeit. Man muss da schon ein bisschen Zeit mitbringen. Hände voll mit Zeit, Hosentaschen voll mit Zeit, Rockschüsse voll mit Zeit, Rucksäcke voll mit Zeit, Umhängetaschen voll mit Zeit, Koffer voll mit Zeit, Rollkoffer und Kofferräume voll mit Zeit, LKWs voll mit Zeit, Container voll mit Zeit, Güterzüge und Containerschiffe randvoll mit Zeit. Manchmal fällt so ein Container vom Schiff und verschwindet. Und manchmal werden vom Schiff gefallene Container angeschwemmt. Die Besitzverhältnisse sind dann unklar. Der Inhalt gehört sozusagen den Findern. Das habe ich mal gehört. Und glaube das gerne. Laufe die Ufer der Meere ab. Ein Bolzenschneider in der Hosentasche. Immer. Auf der Suche nach dem Zeitcontainer. Der Zeit. Ich soll inhalieren. Geht das auch mit Apfelmus? Ich habe schreckliche Schnupfen. Ich bin der Meinung... Ah.
es ist fertig sogar. Geh einfach gerade ran, ich mache hier gerade das Abnehmen klar. Ich kann aber auch mit ihm oder ihr reden und ihr was erzählen. Und du kannst fragen, ob die Person vielleicht einen 9-Volt-Block vorbei will. Sei mal einer sagen, Kunst ist für nichts gut. Oder Lyrik? Haha. Gestern einem Kind erklärt, dass man auf der Bühne nicht Scheiße sagt, und jetzt habe ich es selber gemacht. Ich bin. Nicht erst einmal, genau. Ladies and Gentlemen, auf jeden Fall, auch wenn das Heilgerät nicht funktioniert hat, haben wir jetzt was zu essen. Wir machen hier erstmal weiter, dann nachher, wenn ich fertig bin, können wir das essen. Haha. Bam. Das wäre ja der Punkt gewesen, wo dieses andere Klatschen auch ganz gut gepasst hätte. Das, was man beim Oberton gesagt macht. Dieses. We go on. Ich finde ja, Gewissen ist der krasseste Menschenfresser. Genau. Das ist schön. Gewissen. Du musst jetzt gehen. Geh, Wissen, geh weg! Du bist schlecht. Das habe ich wirklich nicht gewollt. Und du musst jetzt gehen. Geh, Wissen. Geh weg. Oder sei gut. Es ist interessant. Ich glaube, er, sie, es kennt das mit dem Gewissen noch gar nicht, aber ist voll dabei. Hast du jetzt ein schlechtes Gewissen, was du gerade die ganze Zeit gemacht hast? Jetzt ist glücklich. Gut, also pass auf, mein liebes Kind. Es ist so, man ist viele Zeit glücklich und manchmal kommt dieses schlechte Gewissen und es macht einen wahnsinnig. Und deshalb fange ich nochmal von vorne an. Gewissen. Wir machen das später. Ich mache jetzt ein anderes, weil ich komme gerade so angefangen vor. Ein Applaus für den kleinen Vehement-Schreier. Das ist ganz gut, wenn man da. Wenn man sich nicht beirren lässt, ist sehr gut. Irgendetwas fehlt, mein Lieber. Ah. Wo ist denn auf einmal die Fantasie hin? Fantasie ist gar nicht da. Fantasie ist ganz woanders. Wahrscheinlich gerade in einer Vorstellung oder auf der Leinwand oder zwischen einem Einband, hinter, unter dem Titel, auf den Seiten und ganz sicher zu finden, zwischen den Zeilen. Fantasie ist verreisend in Atemzügen. Sie geht auf den Besenstrich und treibt sich in Erinnerungen rum, fliegt aus ins Überall mit ihrem Tagtraumraumschiff, aber meistens umrundet sie die Welt
im Heißluftballon. Fantasie hat Heißluftballonliness. Möchtest du wissen, wie das mit dem Gewissen ausgeht, kleiner Mann, Frau, Kind? Ich probiere es noch einmal, ja? Gewissen, du musst jetzt gehen. Geh, Wissen, geh weg, du bist schlecht. Das habe ich wirklich nicht gewollt. Und du musst jetzt gehen. Sei gut, geh weg oder sei gut, zu mir kannst du immer kommen. Und wenn dir schlecht wird, dann geh, Wissen, geh weg. Los, lass die Ahnung los. Mach die Ahnung los. Binde die Ahnung los. Schick die Ahnung los. Los. Geh, Wissen. Geh los. Geh endlich weg. Ich mag dich nicht mehr bei mir haben. Und er ist recht nicht in mir. Du kommst hier nicht mehr rein. Ich habe die Tür von innen abgeschlossen und sitze in der Wanne. Ich bade in Unschuld. Alleine. Und wenn du noch einmal anklopfst, dann kriege ich einen Föhn. Habe ich schon erwähnt, dass ich Schnupfen habe? Deswegen hat mich so schwer. Aber macht ja nichts. Well. Ich habe ein Naturprogramm vorbereitet. Geheimnisse. Das Unmögliche machen, unter Umständen Geheimnisse schaffen. Irgendein verrückter Vogel hat neulich heimlich an der Unterseite meines durchaus ab und zu auf die Autobahn fahrenden LKWs ein Nest gebaut. Geheimnisse, Eier legen, brüten des Nachts und ausfliegen in Ungewissenheit. Immer wieder ein Nichtwissen, ob das Nest geplündert, die Eier geraubt sind, herausgefallen und am Boden der Tatsachen zerschellt oder von Nesträubern ausgeschlürft. Dagegen bei Durchhaltevermögen, bei unbeschadet davonkommendem Geheimnissen, der nächste Gedanke, die große Frage, wohin mit der Brut, an der sich doch die ganze Welt erfreuen sollte, weil sie so wunderbar in der Schönheit des Moments gezeugt, im Vergessensein entstanden, die Ausklammerung alles Problematischen verkörpert, verkörperlicht, im Körpersein schwelgt, dass es ein Genuss sein muss, sie anzusehen. Wohin mit geheimnisvoller Schönheit, die nicht sein darf? Aus Gründen, aus Abgründen von Vernunft und Konventionen und Abmachungen. Wir können das Schöne doch nicht abmachen vom Rest. Nur weil vorher ein anderer Plan gefasst wurde. Fassen, anfassen, unfassen, unfassbare Realität.
aus Bedingungen. Schrecklich. Aber Notwendigkeit von Geheimnissen und Geheimnissen. Für ihn. Gesang für eine Streichholzschachtel. Liebe, Liebe, ich warte. Liebe, Liebe, ich habe mir einen Leuchtturm gebaut. An das Meer, das du bist. Liebe, Liebe, ich bin da, ganz oben, hinter Panoramagas Glas 360 Grad, habe eine Landebahn in den Wald geschlagen, der du bist. Habe Fluglotsenfähigkeiten erlernt für das Zeug aus der Luft, das du bist. Es sicher auf den Boden zu bringen und Vogelscheuchen aufgestellt für die Krähen, die du bist. Habe die Gesänge der Sirenen einstudiert zum Anlocken des großen Schiffes, das du bist. Hast du nicht gesehen, wie groß der wackelnde Schatten ist, den ich dir vor die Füße werfe, wenn du mich von hinten wärmst und ich in deinem Schoß den Weg dir zu mir winke. Sonne, die du bist. Habe dir an so vielen Tagen das Bettchen gemacht, im blauen Laken, mit weißen Watteschäfchenkissen. Was musst du immer weiterziehen, Wind, der du bist. Und wenn du mich mit deinen Strahleraugen betrachtest, manchmal ausschweifend, wenn ich zu lange Stunden zu dir aufschaue, Nacht, wie du bist, was denkst du dann? Wofür lässt du mich warten? Du bist ja immer da und lässt dich nicht von mir festhalten, Zeit, die du bist. Und nicht begreifen, Wunder, dass du bist. Ich wundere mich über dich und die Vorstellung, dich in meine Arme nehmen zu dürfen und nie mehr loszulassen. Liebe, Liebe, du tust so, als hättest du gar nichts gemerkt.
Dabei weißt du es doch. Ich würde sterben dafür, dass du bei mir bleibst. Ich werde sterben dafür, dass du bei mir bleibst. Dafür wurde ich geboren. Und so wird es passieren. Das ist mein Leben und dein Vergnügen. So steht es im Vertrag, der du bist. Ich weiß nicht, ob wir in der Zeit gut oder schlecht sind. Ich habe hier noch 1, 2, 3 Programmpunkte auf dem 1, 2, 3, 4. 4 oder 3? 4. Okay. Dann vier Stücke für Arme. Verfassung ohne Schutzatmosphäre. Sie sagten, ihnen waren die Hände gebunden. Deshalb mussten sie tatenlos zuschauen. Das ist in der Tat eine Lüge. Denn Zuschauen ist eine Tat. Mann an der Straße mit ausgestreckter leerer Hand. Keiner muss das machen. Doch alle gehen vorbei. Und noch eine kleine Polemik zur Frauenquotendiskussion. Das stimmt so nicht. Keine Eier! Das stimmt so nicht. Unsere Eier sind jeden Monat frisch. Oder wir machen etwas Menschliches daraus. Derek C. Brown ist ein amerikanischer Poet und hat mal einen Satz gesagt, den ich sehr schön fand und der mich seitdem nicht mehr verlässt. My arms are doors I cannot close. Die sich auf verschiedene Weise in starker Erregbarkeit und innerer Unruhe, egal, vorzeitiger Erschöpfung und Nachlassen der geistigen Leistungsfähigkeit, gedrückter Stimmung, oft auch in quälender Schlaflosigkeit äußert. Ich glaube, wir alle sind immer nervös, das ist eigentlich ganz gut. Das beste Mittel, das sich davor zu bewahren, ist eine einfache, natürliche Lebensweise. Man benutze die Freizeit zur körperlichen und geistigen Entspannung und zur Beschäftigung mit Dingen, die einem Freude machen. Da dachte ich, ach wie schön, ich bin so gerne und so viel unterwegs, immer woanders und viel an der frischen Luft und fahre Europa hoch und runter und dann steht hier noch Semikolon. Erholung findet man nicht in der Hetze, übertrieben weiter Autoreisen. Ausrufezeichen. Die Welt
nervös geworden. Merken Sie das? Die Welt ist nervös geworden. Jemand hat die Seelenruhe entfernt und an ihre Stelle Möglichkeiten gesetzt. Rund um die Uhr Möglichkeiten. Immer abrufbares, jetzt könnte man. Merken Sie das? Merken Sie das? An Ihre Stelle haben Sie Kataloge gesetzt. Gratisbeschäftigung, therapeutisch sinnvolles Zeitverbringen, Lust und Laster, Freihaus, sogenannte Sünde, in jeder gewünschten Dosis. Kleine und große Pakete voll Sinn, erfüllende Abos für jede Minute eines jeden Tages, verdammt. Merken Sie das? Die Welt ist nervös geworden. Die Blicke sind kleiner und schneller. So viel Bewegung in Daumengelenken. Dialoge in Zeichen. Ich meine, ich bin zu nervös. Da war irgendjemand hinterm Vorhang, ist aber schon wieder weg und hat vielleicht auch ganz verändert. Das läuft hier rein und das läuft da ins Ding. Das ist Adi. Ein Riesenapplaus für Adi, der hier alles regelt. Ja. Adi! Aber ich meine, ist so. Komm, sagt man, komm, wir lassen es so. Lass uns doch so. Machen wir das jetzt fertig und schieben es auf den Schnupfen. Merken Sie das? Ja. Die Welt ist nervös geworden, die Blicke sind kleiner und schneller, so viel Bewegung in Daumengelenken, Dialoge in Zeichen ganz winzig und stumm und so gleichzeitig. Die Sprache in Codes auf den kleinen Rechtecken schwirrt um Augen und Ohren, bleibt stumm und bleibt in den Köpfen, als wäre sie nur geträumt. Merken Sie das? Silikolon, Bindestrich, Klammer zu. Ein augenzwinkerndes Lächeln mit Nasen. Lololol, ein tobendes Lachen, LG, der liebe Gruß, CU, wir sehen uns, ja? Sehen wir uns noch? Merken Sie das? Die Welt ist nervös geworden, so viele Stumme in Zügen. Mit Zombiekörpern, der hospitalismushafte, starre Blick, im Gegensatz dazu die zärtlichen Finger, streichen in unregelmäßigem Rhythmus über die kleinen Flächen in der Hand. Wie einst die Augäpfel. Beim Erfassen der vorbeirauschenden Landschaft, nur war diese Bewegung noch kleiner und noch schneller. Merken Sie das? Verdeckelte Ohren. Der Mensch, eine Ich-Kapsel. Die eigene Welt im digitiven Tal der guten Hoffnung. Auf das eigene Ich-Dich-Sein. Ein Miniversum, um dem kleinen Selbst das artgerechte Futter zuzuführen. Ein Konzeptrezept, verschrieben vom ständigen Du kriegst, was du brauchst, nur für dich anonym. Das Individuell. Duell. Ein Duell, lateinisch Duellum, ist ein freiwilliger Zweikampf mit gleichen potenziell tödlichen Waffen, der von den Kontrahenten vereinbart wird, um eine Ehrenstreitigkeit auszutragen. Duellant, ich brauche nur mich, hält gleich die Waffe gerichtet auf seinen Gegner, auf das Riesenwesen, die anderen. Wir befinden uns in der kurzen Zeitphase der sich voneinander entfernenden 15 Schritte. Dann werden sie sich umdrehen und einer schießt zuerst. Seltsame Westernfilmromantik umschwirrt dieses Bild, das schwarz malt auf ein Weiß, das nicht weiß, was es von all dem halten soll.
Denn die Welt, auch die Heide, ist nervös geworden. Das hilft die hilflose Ichkeit. Das vorwurfsvolle Du, das wirre, austauschbare Wir und die so gut dastehenden anderen. Das Herabschauen auf das Versagen der Stimmen, die Mühle des Zwanges des Habens einer Funktion, sie alle öffnen die Nerven, singen Tinnituslieder, Tinnituslieder, in Ohren, deswegen die Schutzkapseln, den Tinnitus übertönen und abschotten, dicht machen, zu. Die Welt so nervös. Heißt Freiheit denn, in ihren glücklichen Besitzern aufzuerlegen, selbst wieder Grenzen zu ziehen, selbst? Wo Unfreie gar nicht weit weg dafür sterben, Grenzen loszuwerden und selbst zu entscheiden. Was macht das so schwer und so dumm, damit umzugehen? Woher kommt die Flut der Unfähigen im Umgang mit Zeit und Welt? Die Welt so nervös, Zeit so gerade und entschlossen, ein ungleiches Paar gehen sie doch Hand in Hand. Das Eigentümliche am Charakter von Zeit ist doch, dass sie niemand gehört. Doch man hat sie. Und meistens hat man sie nicht. Nervosität verlangt Wegzoll. Man kommt ja nur weiter, wenn Vorkehrungen zur Beruhigung getroffen werden, die die Zeit im Verbringen erleichtern. Doch opfern muss man dann den Löwenanteil für das bisschen Ruhe, das einem dann bleibt. Woher kommt die Unart für Sätze mit Mann? Die Welt ist nervös. Man kann da doch nichts machen. Die Welt ist nervös. Man hat doch keine Zeit. Die Welt ist nervös. Man hat doch nichts zu lachen. Die Welt ist nervös. Man ist doch nicht bereit. Aber man hat doch nur dieses eine Leben. Die Welt ist nervös. Aber man wird das doch schon irgendwie hinkriegen. Die Welt ist nervös. Aber man kann doch nichts dafür. Die Welt ist nervös. Aber man versteht doch nichts davon. Die Welt ist nervös. Aber man kennt sich doch nicht aus. Die Welt ist nervös. Aber man kommt doch aus dem Ganzen nicht raus. Die Welt ist nervös. Aber, Mann, doch, Mann, es reicht. Da ist die Tür. Das stimmt. Da ist eine Tür. Sieg hat sich für die Wahrheit entschieden.
und die Ehrlichkeit. Glaubt an den Frieden, hat die Lüge schon immer gemieden. Und jemand zieht sich freiwillig raus. Und die Katze tötet endlich die Maus. Und einer fliegt alle Risse im Haus und spricht seine Kritik offen aus und aus. Im Radio kommt endlich schöne Musik. Schön gemacht. Für den Tag. Alter Schlawiner aus Licht mit seinen großen blauen Augenfänger Himmelsfläche. Den, wenn bewölkt, bewolkten, weiß schäumenden blauen Meeren, wahrer Spiegel Bildflächen zum drin verschwimmen. Verschwinden. Das verschwommene, reflektierende Held. Das aufblitzende Sonnengeflecht, Planet O, der Stern. Scheinbar das größte Menschenfresserwesen, mit seinem Strahlen alles Vorhandene auslösen. Wobei ja auch sowas wie Gott ist die Sonne. Mit ihrem Schönheitsfleck. Die Erde fünfmal verschlucken können. Sagen die unterschriebenen Bilder in enzyklopädagogischem Behauptungswahn, Teilchen um Teilchen in Teilchen, erforscht und benannt und bezeichnet, was ändert das? Wissen, um wie etwas genannt wird. Wissen ist, macht kaputt, was euch zum Mensch macht. Als wir dem Instinkt nicht zu trauen. Wir wissen, was wir wissen, was wir brauchen, beweisen. Überprüfendes Wissen. Für den Bauch nicht trauen und auch nicht der Tat und der Sache, dass nichts bleibt, wie es ist. Beruhigend tun Bücher, die sagen, wo es lang geht. Geräte, die weisen, die wissen ganz sicher den Weg. Wohin, sagt der Tag? Haut ab, schließt sich ein in Kabinen, kommt so, wie es anscheinend, dann nie wieder raus. Ich höre auf zu warten, ich brauche den Tag nicht, denn ich habe mich. Ich habe mich schön gemacht für die Nacht allein, für die Nacht allein, für die Nacht allein. Allein für die Schön, so schön, die Schön, die habe ich allein für mich nach. Schön, schön. Und schön und wohin geht die Nacht? Für dich, Nacht, ich habe dich, habe mich schön gemacht, Nacht. Habe gewartet, den Einbruch zu sehen. In Städte und Länder und Leben und Körper, mich dann reinzulegen, wenn alles schon schläft. In die Mitte der Nacht, die macht mich umschlungen von langen, verwegenen Armen im Warmen, im Bade, aus Abwesenheit von Zeit. Da bleibe ich jetzt drin. Ich bade im Warmen, umschlungen von Armen, die wissen, wo es lang geht, die weisen, es geht in die Abwesenheit von Zeit. Wie dumm doch die Frage. Danach, wo es hingeht, das ist ja so klar und so da und so wahr ich es liebe. Es geht ja natürlich auf direktem Wege in die Große, die Wahre, die Klare, die Weite, die Weise und Warme, umarmende Abwesenheit von Zeit. Dafür braucht man Angst nicht und auch keinen Panzer. Man darf da ruhig nackt sein und wird überleben in fantastischer Wildnis der ganz Mensch-Umarmung, der ganz sicher kommenden
Abwesenheit von Zeit. Dafür braucht man Angst nicht. Und auch keine Zähne und keinen Panzer. Man darf da ruhig nackt sein und wird überleben. In fantastischer Wildnis, der ganz Mensch umarmen, der ganz sicher kommenden Abwesenheit von Zeit. Tschüss, es geht hier gleich weiter mit Zeug.